Samsung Galaxy A04e hart zurücksetzen und entsperren. Die einfachste Anleitung. Warum möchten Sie Ihr Gerät zurücksetzen? Der häufigste Grund ist, dass Sie Ihr Gerät an jemand anderen verschenken oder verkaufen möchten. Weil Sie niemals möchten, dass Ihre persönlichen Daten auf dem Gerät verbleiben. Andere Ursachen sind: So löschen Sie den Speicherplatz Ihres Telefons. Reparieren Sie ein Gerät, das langsamer wird oder hängt. Um das Problem des ständigen Einfrierens des Telefons zu beheben, beschleunigen Sie die Leistung Ihres Telefons. Vorteile des Zurücksetzens des Samsung Galaxy A04e. Durch das Zurücksetzen des Samsung Galaxy A04e werden alle Junk-Dateien von Ihrem Telefon gelöscht und Ihr Galaxy A04e wird vollständig bereinigt, sodass es nicht abstürzt und einwandfrei funktioniert. Außerdem erscheinen heutzutage viele Pop-up-Anzeigen im Telefon aufgrund eines Virus. Wenn Sie Ihr Telefon zurücksetzen, können Sie unnötige Pop-up-Anzeigen entfernen. Mit dieser Methode ist Ihr Galaxy A04e vollständig sauber und wie neu. Und alle Ihre Einstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Nachteile beim Zurücksetzen des Samsung Galaxy A04e. Wenn Sie Ihr Galaxy A04e zurücksetzen, gehen alle Ihre Daten, Kontakte, Fotos, Videos und installierte Apps verloren. Bevor Sie Ihr Telefon zurücksetzen, sollten Sie Ihr Telefon sichern, damit Sie später alle Ihre Daten wiederherstellen können. Vor dem Zurücksetzen Ihres Telefons. Das Zurücksetzen erfordert mindestens 50% des Akkus. Laden Sie Ihr Samsung A04e also vollständig auf. Wenn Ihr Telefon einen niedrigen Akkustand hat und das Zurücksetzen durchführen wird, bleiben Sie möglicherweise mitten in diesem Zurücksetzen stecken. Stellen Sie sicher, dass Sie ein vollständiges Backup Ihres Android-Telefons erstellen. Drei einfache Möglichkeiten zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, Factory Reset, des Samsung Galaxy A04e. In dieser Anleitung habe ich Ihnen drei einfache Möglichkeiten gezeigt, wie Sie das Samsung Galaxy A04e erfolgreich zurücksetzen können. Der Grund, warum ich die drei Methoden teile, ist, dass Sie zwei weitere Optionen zum Ausprobieren haben, wenn eine Methode fehlschlägt. Samsung Galaxy A04e hart zurücksetzen. Methode 1. Setzen Sie das Samsung Galaxy A04e über das Einstellungsmenü auf die Werkseinstellungen zurück. Der einfachste Weg, das Samsung Galaxy A04e zurückzusetzen, ist über das Einstellungsmenü. Wenn Sie auf den Inhalt des Telefons zugreifen können, können Sie es über das Menü zurücksetzen auf Werkseinstellungen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie alle folgenden Schritte ausführen, damit Sie Ihr Telefon einfach über das Einstellungsmenü zurücksetzen können. Samsung Hard Reset Einstellungen. Öffnen Sie zunächst das Einstellungsmenü. Drücken Sie dann auf das Menü Allgemeine Verwaltung. Nachdem Sie die entsprechenden Optionen in der Liste ausgewählt haben, tippen Sie auf Zurücksetzen. Tippen Sie nun auf Werksdaten zurücksetzen. Sie erhalten die Option zum erneuten Zurücksetzen.
Sie müssen darauf klicken. Danach sollten Sie die Bildschirmsperre überprüfen. Samsung zurücksetzen, alles löschen. Klicken Sie dann auf Alle löschen. Ihr Galaxy A04e wurde erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nachdem der Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist, wird Ihr Galaxy A04e automatisch neu gestartet und der erste Steckplatz kann etwas länger als normal sein. Wenn Sie zum Einrichtungsbildschirm gelangen, können Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und den Einrichtungsvorgang überspringen. Methode 2: Samsung Galaxy A04e im Wiederherstellungsmodus hart zurücksetzen. Die zweite Möglichkeit, das Samsung Galaxy A04e zurückzusetzen, ist der Wiederherstellungsmodus. Wenn Sie nicht auf die Inhalte Ihres Telefons zugreifen können und das Muster oder die Bildschirmsperre vergessen haben, können Sie das Galaxy A04e über die physische Taste zurücksetzen und Ihr Telefon im Wiederherstellungsmodus entsperren. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie alle unten angegebenen Schritte ausführen. Damit Sie Ihr Samsung A04e problemlos über den Wiederherstellungsmodus zurücksetzen können, schalten Sie zunächst das Telefon aus. Halten Sie dazu auf Ihrem Galaxy A04e die Ein-Aus-Taste gedrückt. Wenn das Telefon dann vollständig ausgeschaltet ist, drücken Sie die Lautstärke-Tasten plus Ein-Aus-Tasten zusammen für einige Momente und halten sie gedrückt, bis Sie das Samsung-Logo sehen. Führen Sie im Wiederherstellungsmodus die folgenden Schritte aus. Samsung M30S hart zurücksetzen. Navigieren Sie über die Leiser-Taste zur Option Wipe Data, Factory Reset und tippen Sie zur Bestätigung auf die Power-Taste. Wählen Sie nun die Option zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen aus dem Menü und klicken Sie auf die Ein-Aus-Taste. Dann ist der Vorgang abgeschlossen. Gehen Sie zu Reboot System Now und bestätigen Sie das Drücken mit der Power-Taste. Dritte Methode: Samsung Galaxy A04e mit Google Find My Device zurücksetzen. Besuchen Sie zunächst die offizielle Google Find My Device Website. Melden Sie sich dann mit Ihrem Google-Konto an. Jetzt erhalten Sie einige Optionen wie Sound abspielen, Gerät sichern und Gerät löschen. Sie müssen in diesen Optionen auf Gerät löschen klicken. Tippen Sie dann schließlich auf die Option Gerät löschen. Nachdem der Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist, wird Ihr Samsung Galaxy A04e automatisch neu gestartet und der erste Steckplatz kann etwas länger als normal sein. Wenn Sie zum Einrichtungsbildschirm gelangen, können Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und den Einrichtungsvorgang überspringen. Zwei einfache Möglichkeiten zum Entsperren des Samsung Galaxy A04e. Falls Sie das Passwort oder die Mustersperre für das Samsung Galaxy A04e vergessen haben, Sie können also einige der genannten Methoden befolgen. Ich habe zwei Möglichkeiten zum Entsperren des Samsung Galaxy A04e angegeben. Es hängt von Ihnen ab, welche Sie wählen. Erste Methode: Entsperren Sie das Samsung Galaxy A04e, indem Sie die Sicherheitsfragen beantworten. Diese Methode kann Ihnen helfen, wenn Sie Ihre Passwörter zurücksetzen möchten.
ohne ihre Daten zu verlieren, und das ist möglich, wenn Sie eine Sicherheitsfrage unter Google Kontosicherheit einrichten. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen erhalten Sie die Option, Muster vergessen und PIN, Passwort vergessen, auf Ihrem Telefon. Tippen Sie darauf. Klicken Sie dann auf die Option, Fragen beantworten. Geben Sie nun die Antworten auf die Sicherheitsfragen nach Ihren Wünschen ein. Wenn die eingegebene Antwort richtig ist, wird Ihr Samsung Galaxy A04e entsperrt. Als nächstes werden Sie mit Ja oder Nein gefragt, ob Sie eine neue PIN, ein neues Passwort oder ein Passwort für die Mustersperre für Ihr Samsung Galaxy A04e erstellen möchten. Wählen Sie die Option Ja, um ein neues Passwort oder eine Mustersperre für Ihr Gerät zu erstellen. Methode 2. Entsperren Sie das Samsung Galaxy A04e mit Ihrem Google-Konto. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen erhalten Sie auf Ihrem Galaxy A04e die Option Muster vergessen und PIN Passwort vergessen. Melden Sie sich jetzt bei Ihrem Google-Konto an, indem Sie Details wie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort eingeben. Klicken Sie danach auf den Login-Button. Wie setze ich mein Samsung Galaxy A04e zurück? Halten Sie zuerst die Ein-, Aus- und die Leiser-Taste gleichzeitig 7 Sekunden lang gedrückt. Bis das Samsung-Logo erscheint, lassen Sie dann das Telefon los und lassen Sie es neu starten. Entfernt ein Hard Reset alle Daten? Ja. Alle Ihre Daten werden gelöscht. Also stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Daten vor dem Zurücksetzen sichern. Wie kann ich das Samsung A04e entsperren, wenn ich das Muster vergessen habe? Wenn Sie die Muster- oder Passwortsperre Ihres Samsung Galaxy A04e vergessen haben, haben Sie nur eine Möglichkeit, einen Hard Reset im Wiederherstellungsmodus durchzuführen. Was ist der Vorteil eines Hard Resets? Es gibt viele Vorteile eines Hard Resets. Aber lassen Sie mich Ihnen hier einen sagen. Die restlichen Vorteile können Sie dem obigen Leitfaden entnehmen. Wenn Ihr Telefon einige Fehler oder Probleme aufweist, die Sie nicht finden können, kann es durch Zurücksetzen behoben werden.